Ich habe jetzt auch was Witziges, und zwar Windows Mail kann bald keine E-Mails mehr verschicken, Ja, weil und diese Nachricht habe ich nicht verstanden. Microsoft will, dass du auf das neue Outlook, also das heißt, das ist zwar nicht das volle Outlook, das ist irgend so eine abgespeckte Version des Outlook für Windows, dass du auf das umsteigst, und das ist anscheinend so unbeliebt, dass eigentlich alle Wellen des Windows Mail haben. Microsoft geht da einen sehr interessanten Weg, statt das Outlook für Windows besser zu machen, geht man einfach her und sagt, ja, Windows Mail kann einfach keine E-Mails mehr verschicken. Das finde ich super. Also das ist ein Ansatz, wo man denkt, okay, warum muss das dann überhaupt weg? Ja, aber das ist wieder mal ein klassischer Fall von Verschlimm besser. Error by Design. Warum Ja. soll ein Mailprogramm auf einmal keine Mails verschicken können? Ja, weil sie es halt zwangsdeaktivieren. Naja, was sollen sie denn zwangsdeaktivieren? Ich kann zum Beispiel einen 15-Jährigen Thunderbird nehmen und damit Mails verschicken. Richtig, das kannst du ja. Solange der sauber mit einem SMTP und mit einem IMAP oder POP-Server telefoniert, das ist ja kein Problem. Ja, sie werden das schon. Aber Microsoft geht mit ihren komischen Outlook und ihren komischen Mailern komplett einen anderen Weg. Deine E-Mails, egal welches Konto du hast, bei welchem E-Mail-Provider, musst du bei Microsoft hinterlegen und das läuft immer über ihre Server. Und das Ja, schalten sie genau, jetzt ja. ab, ja. Ja. Also ist es sowieso schon der Grund, den Scheiß nicht zu nutzen, weil es durch Microsoft-Infrastruktur durch muss. Und Ja, super, oder? das ist eine einzige Katastrophe. Warum müssen E-Mails über deren Server laufen? Warum? Ich verstehe es, wenn man ein komisches Unternehmen ist und der Exchange Ja, Microsoft da macht Sinn. 365 Kackkonto hat, dann übernimmt ja Microsoft quasi ein dediziertes Hosting dafür. Aber wenn ich meine E-Mails bei Hetzner habe oder irgendeinem anderen World for Anbieter, you, World for easy You, name ist ja wurscht. kannst genauso gut Proton Mail nehmen oder sowas. Wenn ich meine E-Mails dann trotzdem über Microsoft Server leiten muss, damit ich es in ihrem komischen Software-Tool anschauen kann, dann ist es halt natürlich Error by Design. Das schon zum einen, nur ich frage mich, Mit Absicht. warum muss Windows Mail abgeschalten werden, wenn es anscheinend eh so beliebt ist? Ich habe es einmal eine Zeit lang genutzt, damals noch, als auf dem Gaming-PC habe ich es eingerichtet und für die, weißt du, wie es halt oft ist, bei den Die Spielekriegs Verifizierungs-E-Mail, Verifizierungen und so weiter. Und da habe ich es halt zeitweise genutzt, angenehm zu bedienen. Es hat auch einen großen Vorteil, es wirkt relativ aufs Wesentliche reduziert, so wie Apple Mail zum Beispiel, so wie der Apple Mail Client. Das ist aufs Wesentliche reduziert. Und für das funktioniert es ganz gut, aber damals, wo sie das angekündigt haben, dass es über den Microsoft-Server läuft, habe ich es dann schnell weggetan. ich meine, ich muss sowieso sagen, also ich habe etliche Mailprogramme durchprobiert einmal. Und ich muss sogar sagen, Thunderbird finde ich eins der besten. Kommt ganz drauf an, was man haben will. Ich finde Thunderbird jetzt per se nicht schlecht. Ich hab's auch ewig, 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 ewig und 3 Jahre genutzt. Ja, vor allem, was ich cool finde, dass es einfach so Plugins gibt und das ist alles super einfach, weil. Wenn du zum Beispiel sagst, ja, ich hätte gern später senden, ja, ladest du ein Plugin runter. Ja. Super einfach. Ich finde halt Thunderbird genauso wie viel anderes Software aus dem Dunstkreis etwas over the top, was die Konfigurationsmöglichkeiten angeht, und ein bisschen überladen. Deswegen, ich brauche es Naja, aufs Wesentliche reduziert. du kannst dir ja ein Thunderbird-Templates runterladen, die total schlicht sein. Mir geht es nicht darum, mir geht es auch schon allein darum, die Settings, die Einstellungen. Man muss sich ewig lang Ja, da hat durchhangeln, um alles zu finden. Es gibt einfach so viele Möglichkeiten, dieses Ding anzupassen, dass es die erschlagt. ja, aber ich sag so, ich finde das Wesentliche brauchst du. Da musst eh nicht, gehst ins meiste eh gar nicht rein. Weiß es nicht. Und Apple Mail hat halt auch irgendwie, ich meine, ja, es funktioniert, aber da fallen so gewisse Komfortfeatures irgendwie nach wie vor. Zum Beispiel. Ja,
Das, allein das, das andere sei viel besser, dir das Spam schon gezielt herauszufiltern und das zusammenzugruppieren, und das kriegst du nie wirklich angezeigt. Ja, Das, also da hapert es noch ein der bisschen. Spamfilter, ist schwierig, gelinde gesagt. Aber ich sag halt auch so, Spam, nicht der Mail-Client soll den Spam filtern, sondern es soll schon der Mail-Server machen. Ich will nicht, Ja, das ist, eigentlich will ich es nicht im Client gefiltert nein, kriegen. ich hätte es gern, aber wenn es halt wirklich durchkommt und es ist da auch noch, und man weiß halt, es ist Cam, ja, dann bitte soll es da drin auch nochmal wegmachen. Genau. Ach. Das ist das, was Apple Mail bei mir macht. Extrem viele False Positives. Da landen bei mir Mails im Junk, die eigentlich nicht landen sollten. Und das ist aber erst Apple, was das so einfiltert. Genau, also das, ich verwende es auch, aber ich habe auch nichts Besseres gefunden bisher. Also Thunderbird geht, das ist okay, aber ich habe Spark probiert und was weiß ich was. Also ja, ist eigentlich wurscht. Ja, es ist. Ja. Microsoft Mail ist es halt nicht. Für mich. Ja, Microsoft Mail noch eher, also Outlook. Ja, Outlook halt nicht. Ja, sagen wir so, ich brauche kein Outlook für E-Mails empfangen. Das ist auch ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen schießen. Genau, ja. Wobei der Outlook, also den Exchange Outlook, den wir halt verwenden, der prinzipiell schon sehr gut funktioniert. Ja, klar, der funktioniert da, ja. Sich auch echt sehr gut bedienen lässt. Er hat halt auch hin und wieder ein paar User Experience und Ansätze, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Vor allem hat er hin und wieder doch einmal das Leiden, dass er sogar mein M1 Pro ins Schwitzen bringt und nicht mehr reagiert. Das kann passieren, also Ja. das Outlook. Das ist einfach, das, ja, das ist ein Riesenprogramm. Ja, das ist es, ja.